Moin Leute, Tag zusammen. Es ist mal wieder Zeit für ein neues Video und wir befinden uns hier auch schon auf dem zugehörigen Strat Sketch, wie ihr schon seht, Bergpass und zwar im nordwestlichen Spawn. Und wir haben hier heute einen Auto-Reloader Heavy, das verrät schon recht viel, was es denn hier genau sich für einen Panzer handelt. Und ja, dann beginnen wir gleich mal. Die Schlüsselposition, die man mit einem Heavy hier anfahren kann, ist, denke ich, einerseits kann man hier in die Ridgeline fahren, würde ich aber ehrlich gesagt keinem empfehlen. Man kann sich hier an diese Ecke stellen, man kann sich auch an diese Ecke stellen oder man kann hier an drei verschiedenen Positionen spielen. Ja, das sind erstmal die Positionen, von denen ich aus sagen würde, dass wir hier erstmal hinfahren können. Also, wir machen erstmal die kurze Variante, die Ice Road hier, wie sie so gern genannt wird. Ist hierhin wirklich, man kann nur hier runterschießen, man muss hoffen, dass hier der Gegner kommt. Fahrt nicht hierhin, ja, macht das nicht. Wir wollen das eigentlich auch gar nicht hier promoten, diesen Play gibt es bitte einfach nicht. So. Und deswegen, ja, vergesst das da oben. Ist wirklich keine hilfreiche Position, ihr steht da nur rum und seid nutzlos. Die zweite Möglichkeit wäre einmal, sich hier an diese Steine zu stellen, ist, denke ich, besonders für Heavys gut, die einen guten Turm haben und recht hohen Durchschlag oder auch einen hohen Alpha-Schaden, um eben dann hier gegen die Panzer auf der Gegnerseite zu kämpfen. Ja, man hat hier ein schönes Schussfeld durch. Hier ist so eine kleiner Steinhügel, hinter dem man sich verstecken kann und kann dann hier hinschießen. Man muss natürlich aufpassen, hier steht gerne auch mal irgendwie eine Isu oder ein Jagdpanzer auf EN-100 oder irgendwas anderes Dickes. Also muss man hier schon vorsichtig sein und wenn hier jetzt ein Rheinmetall zum Beispiel steht oder ein Stritzwagen, dann geht der auch nicht unbedingt auf. Ja? Also hier ist auch, denke ich, eine Notlösung. Schon eine bessere Option ist einmal dieser Weg hier. Man kann den entweder so anfahren, ist ein bisschen riskant, oder auch auf die sichere Art und Weise. Das wäre nämlich so anfahren und dort dann reinstellen. Dann kann man nämlich von hier aus, auch hier sind Büsche, da muss man ein bisschen hier vorfahren. Kleines Stückchen, dicht am Stein dranbleiben, dann kann man hier spotten. Ja, man spottet hier über dieses Feld rüber und man sieht dann hier die gegnerischen Heavys entlangfahren. Manchmal auch Mediums, je nachdem, wie schnell dein Heavy ist, in dem du fährst. Ja, also könnt ihr dann hier spotten und auch hier hinschießen. Wartet am besten mit dem Schießen, bis der Panzer hier ist. Ihr werdet den schon hier aufklären, aber hier seht ihr nur die Hälfte vom Turm vielleicht und hier oben fährt der Panzer dann hoch. Diese kleine Ansteigung hier hoch und da habt ihr dann einen sehr einfachen Schuss in die Seite vom Panzer rein. Passt natürlich auf, ihr werdet natürlich hier auch gespottet, wenn ihr da mit eurem Heavy steht. Das ist nicht zu vermeiden. So, und jetzt die Methode, die ich eigentlich immer mache auf dieser Karte und die ich finde auch die sinnvollste Taktik auf dieser Map hier ist, dass man einmal hier in den Süden fährt. Hier hat man jetzt drei Möglichkeiten. Wenn ihr einen Panzer habt mit Gun Depression, der recht schnell ist, würde ich euch hier die Mitte empfehlen. Wenn ihr aber eigentlich eher einen Panzer habt, der eine super starke Wanne hat und einen guten Turm, vielleicht einen hohen Alpha-Schaden, sowas wie ein IS-7 vielleicht, könnt ihr euch auch hier hinstellen oder aber auch hier unten reinstellen. Hier ist es aber recht riskant, denn wenn ihr euch hier in den unteren reinstellt, wir reden jetzt über diesen Punkt hier, seid ihr hier recht offen. Ja, also das nur im Notfall, im äußersten Notfall oder wenn ihr ganz schnell seid, wenn ihr richtig schnell seid, könnt ihr sogar bis hierhin durchfahren. Wenn ihr auch noch Gun Depression habt, könnt ihr euch hier hinstellen. Und hier vorsichtig am Stein hochfahren, dann könnt ihr auf die Panzer schießen, die hier stehen. Hier gibt es eigentlich fast in jedem Gefecht Panzer. Ihr müsst natürlich aufpassen, wenn hier der Gegner ist, auf keinen Fall hier reinfahren, auch hier nicht reinfahren, dann spielt bitte nur hier oben oder hier oder eben in einem bisschen defensiveren Bereich hier. Weil häufig pusht der Gegner auch hier ran. Ja, aber an sich ist das hier eine sehr gute Position, um recht aggressiv die Seite zu beackern, zu bekämpfen, was auch immer. Und danach im Anschluss würde ich euch empfehlen, das machen wir eigentlich jetzt üblich nicht, wie geht es danach weiter, aber wenn die Seite hier gewonnen ist, würde ich euch empfehlen, entweder könnt ihr hierhin fahren, ihr könnt aber auch hierhin fahren, oder wenn ihr von hier kommt, auch hier hinten rum, ist natürlich ein Umweg, aber dann habt ihr von hier gleich nochmal einen besseren Schuss, weil hier wird dann die nächste Welle stattfinden. Ja, hier wird der Gegner wieder verteidigen, plus an dieser Stelle hier. Und demnach ist das ein bisschen tricky, hier weiter voranzukommen, aber wenn ihr auch die Brücke gewinnt, dann kommt von hier auch eure Teammates. Und ja, von daher ist das, denke ich, die beste Taktik hier unten rum. Man kann hier schön Druck auf den Gegner machen. Man muss natürlich darauf achten, wenn jetzt hier vom eigenen Team wirklich gar nichts ist, dann kann es gut sein, dass das Gegnerteam hier durchdrückt. Da muss man frühzeitig erkennen, dass die Basis unter Beschuss steht, dass man da möglichst schnell zurückkommt, um das noch verteidigen zu können. Aber genug gelabert. Ich hoffe, ich kriege das in Zukunft ein bisschen fixer hin hier.
Wir gucken uns einmal an, wie das Ganze aussieht in der Praxis. So, und die Ehre der Veranschaulichung gebührt heute einmal Kaiser. Und zwar ist er hier in seinem Progetto 54 unterwegs. Das ist der neue 8er Heavy der Italiener mit dem Auto-Reloading-System. Er ist im Zug unterwegs hier mit Monsterkiller und meiner Wenigkeit. Und wir haben eine bisschen unterschiedliche Strategie gewählt für dieses Gefecht. Veranschaue ich nochmal die einzelnen Positionen, die ich gerade auch nochmal aufgezeigt hatte. Und da können wir uns das einfach mal in Ruhe angucken, was man so von den verschiedenen Positionen machen könnte. Ganz kurz, paar Worte zum Progetto 54. Ist ja ein neuer Panzer, hat vielleicht noch nicht jeder gespielt. Ist ein recht mobiler Heavy auf Stufe 8. Der Turm ist okay. Na, ihr müsst beim Turm hier einmal drauf achten. Ganz kurz einmal zum Replay. Das ist hier die Position, die ich meinte. Man kann hier schön rüber spotten. Man muss aufpassen. Und wenn ihr wartet mit dem Schießen, dann könnt ihr da, habt ihr gerade gesehen, sehr einfach die Schüsse anbringen. Sehr viel einfacher, als wenn ihr jetzt schon schießen würdet, wo ihr wirklich nur den Turm seht von der Seite. Na, könnt ihr jetzt gucken. Die rote Outline, da ist der Panzer zur Hälfte noch weg. Wenn ihr wartet bis kurz vor dem Stein oder kurz hinter dem Stein, da wo der Kanal, wenn ihr jetzt immer noch steht, genau, da hat man die einfacheren Schüsse. Und Kaiser wendet das gleich auch an, als hätte er gewusst, was ich erzählt habe. Ha. Nee, aber ja, der Progetto 54 ist im Vergleich zum Bisonte, wenn ihn jemand hat, gefällt mir sehr viel besser, ehrlich gesagt. Ist sehr viel schneller, die Kanone ist sehr viel zuverlässiger, auch wenn die DPM, also die Nachladezeit, sehr viel geringer ist. Die Nachladezeit ist länger, so rum, aber die DPM geringer. Und bei dem Panzer merkt man es aber, finde ich, nicht so, weil man nicht so oft daneben schießt oder abprallt, habe ich das Gefühl. Aber der Bisonte und ich, wir sind eh keine Freunde, also verlasst euch da nicht auf meine Einschätzung. Ich bin da ein bisschen negativ gebiased, glaube ich. Aber wie gesagt, ich finde die Kanone ist sehr gut, Panzer macht viel Spaß, er ist richtig schön schnell. Der Turm ist ganz gut. Dazu noch kurz zwei, drei Worte. Ups. Ihr seht hier, halte ich mal kurz an. Kann man gerade ganz schön sehen. Hier, auf dieser Fläche, ist der Winkel gut. Ja? Also wenn ihr hell down steht zum Beispiel, auch wird der Winkel immer besser. Aber die Unterseite wird immer schlechter, wenn ihr hell down steht. Weil der Turm, wie ihr seht, hier so, was ist das? Pfeilförmig ist. Ein V, pfeilförmig. Und wenn ihr dann jetzt die Gun Depression verwendet, zum Beispiel, ja, stellt euch vor, die Kanone guckt jetzt nach unten, dann wird die Seite hier umso stärker, aber die wird umso flacher. Und das fällt tatsächlich auf im Gefecht, dass manchmal die Leute einem dann in diese untere schräge Platte reinschießen können, wenn man über ihnen steht. Darauf muss man ein bisschen Acht geben. Aber sonst, Auto Reloader, ja, ist, finde ich, nach wie vor eine extrem starke Kombination. Nicht so stark wie der Progetto 46, glaube ich, ist es, der 8er Medium Premium. Der ist natürlich immer noch der absolute King der Auto-Reloader. Aber ja, auch der Progetto 54 hier gefällt mir gut. Verlässliche Kanone, wie gesagt. Und aber jetzt nochmal zurück zum Replay ein bisschen mehr. Ihr habt gesehen, Kaiser ist erst über an den Stein rangefahren in der Mitte und konnte dann darüber schießen, konnte da schon knapp 1000 Schaden machen. Und hat dann jetzt bemerkt, dass hier die Brücke in der Mitte vom Gegner schon gestürmt wurde. Der Bisonte und T26E4, also der Super Pershing, haben hier aggressiv sich schon vorgepusht. Und jetzt kann man hier auch die Steine sehen, die ich vorhin erwähnt habe, von denen aus man hier mit einem guten Turm recht gut arbeiten kann. Und genau das macht Kaiser jetzt auch hier. Er hat das gesehen, dass hier sein Team Unterstützung braucht und ist dann auch gleich schon zur Hilfe geeilt. Und jetzt geht es hier ein bisschen darum, die Leute einfach aufzuhalten. In der Zwischenzeit versucht er ein bisschen Schaden zu machen auf dem Progetto, aber Bisonte und Super Pershing haben natürlich den gleichen Vorteil wie er an diesem Stein hier. Ja, die können genauso dahinter stehen. Und dadurch ist das hier ein bisschen, ja, ein sehr ausgeglichener Kampf in dem Sinne, dass hier keiner wirklich die Überhand jetzt direkt erzielen kann. In der Zwischenzeit, Monsterkiller und ich sind, wie ihr seht, über den Süden gefahren, konnten da schön durchpushen, eigentlich auch wie in dem Video beschrieben, aber haben dann, soweit ich weiß, glaube ich auch jetzt recht bald bemerkt, dass die Basis verloren geht und ich mache mich gleich auf den Rückweg. Monsterkiller hat sich entschieden, weiter Druck zu machen beim Gegner, denn es sind noch hier mindestens vier Panzer. Ja, vor ihm auf der Karte seht ihr der Mauerbrecher, WZ, Progetto und der andere Progetto. Aber eben die Basis wird auch durch drei Panzer unter Druck gesetzt und ich bin der Progetto, der jetzt gerade sich auf den Rückweg macht und versuche da eben ein bisschen bei der Basisverteidigung zu helfen, während Kaiser hier nach wie vor die mittlere Brücke schön in Schach hält. Der Bisonte versucht jetzt hier einmal um die Ecke zu pieken und Kaiser noch einen Schuss zu geben, aber ist da zum Glück erfolglos.
Und Kaiser hat jetzt ein bisschen Schwierigkeiten, hier den Weakspot vom Super Pershing auf dem Turmdach da, den Cupola, zu treffen. Ist auch nicht wirklich einfach, wenn der Gegner sich bewegt. Daher macht er eigentlich alles richtig vom Prinzip her. Aber leider nicht so richtig von Erfolg gekrönt. Auf der Karte, ganz kurz, könnt ihr jetzt nochmal sehen, wie ich selbst jetzt angekommen bin bei der Basis und versuche jetzt gegen Pantera und T34 zu kämpfen. Ich habe da aber einen schrecklichen Fehler gemacht, habe mich baiten lassen von dem Gegner und bin deswegen recht früh dann gleich gestorben. Aber um mich geht es ja auch nicht in dem Replay, sondern um Kaiser, der hier eben wunderschön die beiden Positionen aufzeigt und vor allem wunderschön zeigt, wie man eigentlich ein Gefecht carryen kann, ohne richtig viel Schaden zu machen. Ja, weil er allein durch dieses Aufhalten des Gegners hier hat er so viel für das Team beigetragen und ja, dadurch eine extrem wichtige Rolle gespielt bei dem beim Verlauf dieses Gefechts. Ob es am Ende noch ein Sieg ist, werdet ihr sehen, aber ohne die Hilfe hier von Kaiser in der Mitte wäre es uns nicht möglich gewesen, die Basis erfolgreich zu verteidigen bis hierhin und ja, von daher alles richtig gemacht. Ihr seht jetzt, Monster Killer versucht hier auch nochmal jetzt einen Move zu machen, fährt in die Position, an der ich vorher auch schon war. Ich sterbe im Hintergrund, weil ich mich, wie gesagt, habe baiten lassen vom Udes und der T34 mich dann beschießen konnte und der Udes auch. Ja, bei einem Sudden Rush of Shit to the Brain. Aber naja, wir haben ja noch Kaiser hier und Monster Killer, die noch nach wie vor da sind, um das Gefecht zu retten. Und das hoffentlich auch schaffe, aber wir werden sehen. Kaiser hat es hier gesehen, dass er hier nicht so viel machen kann. Wie gesagt, Monster Killer ist da jetzt auch an die Position gefahren auf G6. Und deswegen kann Kaiser da jetzt nicht mehr viel unterstützen. Schießt hier leider einmal in den Rücken vom Centurion 1, der hier auf ihn drauf gefahren ist, rückwärts. Halb so wild, Teamschaden ist ja nicht mehr vorhanden. Und keine Hitpoints wurden also verloren. Nur ein wenig DPM hat er geopfert, aber die ist eh nicht das Gelbe vom Ei bei diesem Panzer. So, jetzt ist der WZ, Kanaven und der andere WZ und der Centurion alle hier und wissen alle nicht so richtig, wie es weitergehen soll. Überlegen alle, was sie hier machen können und keiner macht so richtig das Richtige, außer jetzt Kaiser, der sich dann jetzt irgendwann ein Herz nimmt und den Winkel verändert. Und versucht jetzt hier mit den Wracks, glaube ich, zu arbeiten, dass er da ein bisschen Helldown stehen kann. Sind ja, wie gesagt, gute Helldown-Panzer, die italienischen Heavies. Und das versucht er jetzt hier auszunutzen, diese Stärke. Auch nicht ganz einfach hier. Wenn er zu weit vorfährt, zeigt er wieder seine Wanne. Das will er natürlich auch nicht machen. Aber hat jetzt hier nochmal den Super Pershing und trifft einmal nicht. Der nächste prallt ab, bisschen unglücklich. Aber er hat ja selbst noch nicht das Leben verloren, von daher ist es nur halb so wild. Und bisher ist auch noch keiner aufgrund dessen gestorben. Und der Kanaven macht hier wunderschön kurze Prozess mit dem Super Pershing. Monster Killer ist in dem Moment leider auch gestorben. Da waren es dann doch zu viele Panzer. War eigentlich eine recht epische Verteidigung, die er da noch gemacht hat. Hätte man auch fast in dem Replay zeigen können. Aber wie gesagt, es geht heute um Kaiser, der hier die Mitte hält, tapfer. Und den Besonte jetzt erstmal in Schach hält. Zusammen natürlich mit dem Kanaven und dem Centurion. Jetzt war hier auch wieder dieser Moment, der Centurion steht hier so ein bisschen im Weg rum, also bringt es Kaiser nichts mehr, da hinten rumzustehen. Und er nimmt sich nochmal ein Herz und fährt es hier nochmal vor. Er ist natürlich ein One-Shot für den Bisonte. Der Bisonte für ihn ist ein 50-50, ja. Der Progetto hat 320 Alpha, der Bisonte hat 360. Aber Kaiser macht das hier einfach richtig schön, sidescraped und kann dem Bisonte hier in die Unterwanne schießen. Hat natürlich, oder glücklicherweise, die guten 50% erwischt. Und konnte dadurch den Kill hier sichern, bevor der, oder ohne dass der Progetto nochmal zurückschießen konnte. Der Bisonte zurückschießen konnte. Was Kaiser jetzt hier macht, ist eigentlich auch recht entscheidend. Er sieht, dass seine beiden britischen Freunde hier die Mitte kontrollieren wollen. Und genau das machen sie auch. Aber dadurch können sie nur dann schießen, wenn der Progetto, der jetzt gerade aufgetaucht ist, einen Fehler begeht. Denn der Progetto kann Helldown stehen und seine Panzerung dadurch effektiv nutzen, während Centurion und Kanaven natürlich nur auf der oberen Fläche standen und keine wirkliche Deckung haben. Also, was ist der richtige Move, den Kaiser hier macht? Nämlich einmal hier auf diesen kleinen Hügel fahren, ist immer die beste Position, den Cap zu verteidigen, genauso im anderen Spawn, auf den Berg drauf fahren und von dort aus versuchen, mit der Gun Depression zu arbeiten.
und die Panzer frühzeitig davon abhalten, dass sie überhaupt Richtung Basis kommen. Ja, weil ihr habt hier auf beiden Seiten einen recht großen Bereich, über den die Panzer drüber fahren müssten, bevor sie überhaupt Druck erzeugen können. Und das ist eben der Schlüssel zum Erfolg. So, jetzt haben wir hier bisschen ein kleines Problem, nämlich der Progetto steht immer noch in der Mitte und kann dort nach wie vor seinen Turm richtig schön einsetzen. Kaiser hat gerade auch in den Chat geschrieben, stay alive für den Centurion, denn er braucht ihn hier noch zum Spotten nach vorne, da er dann theoretisch gleich schießen könnte, wenn der Progetto sich irgendwann dazu entscheidet, jetzt hoch zu pushen auf den Centurion und ihn rauszunehmen, um dann im Gegenzug von Kaiser rausgenommen zu werden. Es ist ein bisschen hier ein Wartespiel, er könnte theoretisch noch ein Stückchen weiter nach hinten fahren, damit der Busch nicht transparent ist. Macht er hier nicht, schießt auch, wird dadurch natürlich gespottet und jetzt weiß der Gegner, dass er sich hier oben befindet. Im gleichen Moment geht der Mauerbrecher links auf und kann hier einen Schuss auf den Centurion anbringen, der im Gegenzug aber den Progetto rausgenommen hat. Also letztendlich eine super Sache. Und dann stirbt der Centurion gegen den WZ. Das heißt, der WZ ist auf jeden Fall noch nicht dort, wo der Mauerbrecher ist, sondern hat sich eher in die andere Richtung orientiert, sonst hätte er von dort nicht getötet werden können. Kaiser entscheidet sich jetzt hier in die Offensive zu gehen und fährt den Berg wieder runter. Was an sich eine Möglichkeit ist, man kann es hier ausprobieren. Mauerbrecher braucht ein Weilchen, bis er kommt. Und wenn er sich hier unten hinstellt, kann er sozusagen den Cap verteidigen, bevor der Panzer überhaupt in den Cap hineinfährt. Aber es ist hier, wie Kaiser es gleich auch feststellen wird, ein bisschen schwierig, die Gun Depression wirklich effektiv zu nutzen. Der Berg ist zwar nicht zu steil, aber irgendwie ist er so formiert, dass man hier nicht so richtig schön stehen kann, dass man hier wirklich eigentlich flach steht und nur über den Berg drüber guckt, was natürlich die Panzerung von so einem Turm, der sich darauf verlässt, dass er durch die Gun Depression die Winkel verbessert, ja, davon profitiert er natürlich nicht, wenn er auf ebenem Boden steht. Ja, jetzt steht Kaiser hier und es rattert in seinem Kopf, ob das hier die richtige Position ist, und ihr werdet gleich auch sehen, er entscheidet sich dagegen und wird dann wieder auf den Berg hochfahren, hoffentlich rechtzeitig. Wenn er sich gleich dreht, wundert euch nicht, dass der Panzer sich so langsam dreht. Zu dem Zeitpunkt hatte Kaiser noch nicht die großen Ketten, sondern noch die Stockketten, und deswegen entscheidet er sich hier auch rückwärts hochzufahren. Was wahrscheinlich letzten Endes sogar schneller ist, als umzudrehen. Plus die Panzerung guckt zum Gegner, wenn er hier um die Ecke kommt. Und ist dadurch effektiver natürlich als die Rückseite vom Panzer. Aber es dauert länger. Das heißt, er könnte jetzt hier auch noch so ein bisschen im Nirgendwo ja, entdeckt werden vom Gegner, falls er jetzt um die Ecke kommt. Aber dem ist zum Glück nicht so. Er kann hier ungestört hochfahren im Berg. Und jetzt ist es nach wie vor noch ein Wartespiel. Es sind nur noch 2 Minuten, 2,5 Minuten, bis der Gegner hier was machen muss. Und man braucht ja 1 Minute 40, um alleine zu cappen, 100 Sekunden. Und 50 Sekunden, um zu zweit zu cappen. Das heißt, der Gegner hat auch nicht mehr allzu viel Zeit hier. Und deswegen fahren jetzt beide gleichzeitig, haben sie gut gemacht, die Gegner fahren beide gleichzeitig in die Basis rein. Ihr seht oben, 2 Leute sind am Erobern der Basis und Kaiser kann sie nicht sehen. Jetzt ist die Frage, was macht man? Fährt man da jetzt weiter drauf oder bleibt man stehen, wo man ist? Kaiser entdeckt hier den WZ, hat ja ein bisschen Glück, dass der WZ daneben schießt. Aber es war auch ein Pixel-Shot, den der WZ hätte machen müssen. Und von daher ist das jetzt eher ein Spiel gegen die Zeit als gegen den Gegner. Direkt der Mauerbrecher fährt hier rückwärts hoch, hat aber zum Glück diesen riesen Cupola auf dem Kopf. Oh, aber Kaiser verschießt den Schuss leider. Er ist aber zum Glück ein Auto-Reloader. Und der zweite Schuss prallt auch ab. Oh oh. Aber der WZ meint hier nochmal jetzt Schaden machen zu müssen und fährt rückwärts. Und deswegen konnte Kaiser nochmal die Basis resetten. Und der Mauerbrecher fährt auch nur noch wenige Sekunden vor Abschluss des Caps hier nach oben und entscheidet sich auf Kaiser drauf zu fahren, der aber jetzt im langen Reload ist. Der Panzer legt, glaube ich, 35, 36 Sekunden nach für alle 3 Schüsse. Oder eben, ich glaube, was sind es, 15 Sekunden für den letzten Schuss. Der Mauerbrecher macht sie eigentlich gut, steht den Turm quer, aber der hat einfach so einen riesen Cupola. Da kann man natürlich aus jedem Winkel drauf schießen. Da funktioniert das leider nicht richtig, wie mit der Maus zum Beispiel an E100, dass man den Turm schräg stellt und dadurch die Panzerung verbessert. Jetzt ist hier ganz interessant. Der Mauerbrecher steht unter Kaiser und Kaiser kann sich hier hinter dem Wrack hinstellen. Der Mauerbrecher sieht, glaube ich, die gleiche Lücke und versucht, durch die gleiche Lücke durchzuschießen, aber trifft leider nur aufgrund seines schlechteren Winkel ist natürlich, weil er weiter weg ist. Nur das Wrack vor ihm vom T-34 und Kaiser kann da unten drunter durchschießen.
Hat jetzt hier, glaube ich, Glück. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, der Schuss hätte auch locker seine Unterwanne treffen können. Aber hat es zum Glück nicht und nimmt dadurch den Mauerbrecher raus, der eben hier, wie gesagt, die Lücke war auf Markus Seite oder auf Kaisers Seite sozusagen und nicht auf der Seite des Mauerbrechers. Und von daher konnte er hier die Lücke besser nutzen. Sie war für ihn größer. Ne? So, jetzt ist die Frage, was macht man gegen den WZ? Fährt man runter? Versucht man es von hier oben? Ich weiß noch ganz genau, wie ich meinte zu Marco, ob das die richtige Entscheidung ist, aber vielleicht hat er nicht die Gun Elevation der WZ, ja? Vielleicht kriegt er die Kanone nicht hoch genug. Es sind noch 12 Sekunden auf dem Cap und 40 Sekunden im Spiel und der WZ hat im falschen Moment den richtigen Fehler gemacht aus Kaisers Sicht, ist nämlich nach vorne gefahren und Kaiser konnte ihn rausnehmen. Und somit das Gefecht für sich, sein Team und Monster Killer und mich gewinnen. Sehr schön. Wunderbar. Wundervoll gespielt am Ende. Und wie wundervoll Kaiser das hier gespielt hat, zeigt sich leider nur bedingt in den Statistiken nach dem Gefecht. Ihr seht hier nur in Anführungsstrichen eine erste Klasse für knapp 4000 Schaden und 1600 Spot. Also für fast 5500 oder 5500 kombiniert ungefähr. Der Panzer wird extrem gut gespielt. Also es sind zum Teil wirklich auch 1480 Basiserfahrungen hier im Teamscore. Ja, 1453 Basiserfahrungen, wie ihr seht. Nicht genug für einen Panzerass. Wobei vielen Panzern schon 1100 XP ausreichen würden. Ja, also es ist sehr schwer zu meistern zur Zeit der Panzer, Entschuldigung, wird sehr gut gespielt. Und von daher, naja. Gut, aber ihr seht hier, er hat die Verteidiger-Medaille bekommen und den Spartaner, genau wie Steilwand auf Deutsch. Also so ein bisschen diese Verteidiger- und Panzerungs Abzeichen. Der Panzer ist re tatsächlich recht gut gepanzert, wenn man die Wanne verstecken kann. Und ja, konnte hier, wie ihr seht, das Team um Monster Killer und mich gut vor einer Niederlage retten. Hat hier das 1 gegen, wie viel waren es am Ende? 1 gegen 2, glaube ich, am Ende noch gewonnen und auch die Basis schön verteidigt. Und das Ganze mit nur noch 10 Sekunden verbleibend auf der Uhr. Also spannender geht es nicht, sogar offiziell nur 6 Sekunden verbleibend. Hat natürlich ordentlich Minus gemacht, denn auf der 2 war nicht das Gold. Und ja. Naja, aber er hat wundervoll gezeigt, wie man ein bisschen die, für mich zumindest, für meinen Spielstil und auch für einige aus dem Clan, bin ich mir ganz sicher, diesen bisschen unbekannten Spielstil über die Mitte eindrucksvoll bewiesen, wie man da trotzdem ein gutes Gefecht haben kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns, hören uns wieder beim nächsten Replay. Bleibt gesund und macht's gut.